die zapatistische Reise, die Reise der zapatistischen Brüder und Schwestern für das Leben begleitet, weil sie diese Absicht gemeinsam, dass wir die Welt nur gemeinsam retten können, auch mit vertreten. Buenas tardes a todas y a todos. Les digo un poco en mi lengua otomí. Yo soy originaria de Santiago Mezquititlán, municipio de Amialco, estado de Querétaro, residente en la Ciudad de México. Sie hat euch begrüßt in ihrer Sprache Otomi. Sie ist aus Querétaro. Nosotras y nosotros como pueblos hoy venimos junto con nuestra vocera Marichuy, Consejo Indígena de Gobierno, y sí, somos parte de ella porque ella fue en el 2018 nuestra voz, nuestra vocera de todos los pueblos. De todos los pueblos que venimos luchando por no ser despojado de nuestras tierras y de nuestra agua, que eso es la muerte para nuestra madre tierra. Wir sind heute hier und begleiten Marichuy, die unsere Vertreterin ist und war, die 2018 als Vertreterin all unserer Völker angetreten ist und die den nationalen Regierungskongress vertritt und alle Völker, die für ihr Land und für ihr Wasser und für die Mutter Erde kämpfen. Hoy estamos aquí los pueblos que seguimos luchando. Nosotros como pueblos en la ciudad venimos luchando por una vivienda digna, porque los gobiernos no nos escuchan, nos obligan a tomar acciones y decisiones que como pueblos tenemos derecho. Una de esas fue la toma del INPI, pero también el capital nos está destruyendo. Nuestros ancestros lucharon por esas tierras para que el futuro generación estuviera ahí y no sufriera. Hoy estamos viendo que los que vivimos en la ciudad no tenemos derecho a ella y los que estamos en nuestros pueblos nos despojan. Tenemos ahí muchas empresas que nos vienen engañando. ¿Qué es progreso? Tenemos a la termoeléctrica, al Tren Maya, parques eólicos, los padres de Ayotzinapa y agroquímicos que aquí en países desarrollados ya no los venden y los llevan a nuestros pueblos para matarnos a todas y a todos. Hierher gekommen,
um die Kämpfe mit den Bevölkerung, mit dem Volk gemeinsam zu kämpfen. In der Stadt kämpft man um einen würdigen Wohnraum. Am Land kämpft man darum, dass man von seinem Land nicht vertrieben wird. Sie sagt, auch in der Stadt müssen wir uns organisieren und kämpfen. Sie haben als indigene Bevölkerungen sehr viele Projekte, gegen die sie aufstehen, wo immer auch die Regierung beteiligt ist, wo auch europäische Unternehmen beteiligt sind. Ein paar hat sie genannt, den Tren Maya, ein Heizkraftwerk, das mitten in den indigenen Gebieten gebaut wird, touristische Projekte, und all diese Dinge werden gebaut über ihre Köpfe hinweg, und sie müssen dagegen kämpfen, um ihr Land und ihr Recht auf ihr Land zu erkämpfen, genauso wie wir in der Stadt dafür kämpfen müssen, dass wir wo wohnen können oder einen Platz haben. Hoy estamos aquí todos los pueblos del otro lado del mundo para caminar juntas y juntos. Por eso nosotros, como Consejo Indígena de Gobierno, sí, estamos caminando junto con nuestras hermanas y hermanos zapatistas, que esta es una gira por la vida. Porque si se acaba la madre tierra, si la matamos entre todas y entre todos, vamos a acabar junto con ella, vamos a morir junto con ella. Y desde aquí le decimos al capitalismo y al anticapitalismo, le decimos que lo único que queremos es nuestra autonomía, es nuestros pueblos, nuestras aguas libres de contaminación, nuestros ríos. Ya no queremos más capitalismo, no queremos más empresas. Y también les decimos que no olvidamos, no claudicamos, y hasta la victoria. ¡Zapata vive! ¡La lucha sigue! ¡Zapata vive y vive! ¡La lucha sigue y sigue! ¡Samir vive! ¡Samir vive! ¡Samir vive y vive! ¡La lucha sigue, sigue! Gracias, Hamori. Gemeinden von der anderen Seite der Welt, um gemeinsam auch mit den zapatistischen Brüdern und Schwestern zu kämpfen dafür, dass man einen gesunden Lebensunterhaltungsumstände hat, dass das Wasser nicht verschmutzt wird, zu kämpfen gegen die schlechte Regierung, zu kämpfen vor allem auch gegen die multinationalen Firmen, die indigenen Gemeinden zerstören, die sehr oft hier in Europa ansässig sind. Und sie kämpfen gemeinsam dafür, die Mutter Erde zu retten. Das ist unser gemeinsamer Auftrag. Und dazu ruft sie euch nochmal auf und dann sagt sie, Zapata vive. Wir möchten gerne, es hat in der letzten Zeit in Chiapas sehr viele Menschenrechtsverletzungen und Übergriffe gegeben. Wir haben so eine Petition verfasst, gemeinsam mit unseren Gästen, die wir gerne heute jetzt im Anschluss an diese Demonstration in der mexikanischen Botschaft abgeben sollen, die ein Protestnote ist gegen die Angriffe auf die zapatistischen Gemeinden. Ein paar von uns laufen mit diesen Boards herum. Ich würde euch sehr bitten, diese Zettel zu unterschreiben. Wir würden gerne einen beeindruckenden Haufen von Unterschriften da abgeben.
sowohl als Privatpersonen als auch als Organisationen, dass ihr das bitte unterschreibt. Dankeschön. Rein.